Schokobahn soll. Egal. Deutschland ist am Ende, helft den mal. Junge, Deutschland geht's so fein. Guck doch mal. Siehst du hier viele Pixel? Ich glaube nicht. Weil es ist schön, die Verspätung ist auch drauf. Wundervoll. Und das hier ist es ein Community-Projekt. Da beobachten wir. Dass die hier unten immer noch lebt, ist so lächerlich. Warum lebt die noch? Oh, Shen? Shen, okay, spür ich. Honestly, spür ich. Okay, Dubi-Dubi-Du. Mit einem Randoms, weil ich keine Freunde habe. Los geht es. Gegen was spielen wir hier? Ugh, Heimer. Wäre ich da noch hingekommen, das wäre insane gewesen. Das wäre so insane gewesen. Das machst du nicht, Shen, ne? Nicht so early im Game. Lol. Nee, dann Attack Speed ist viel zu low. GG. Gain 200 Attack Ranged? Das, weißt du was? Ich mach's mal. Das klingt witzig. Was? Junge, ich bin Fernkampfmaster Yi. Wie hat mich das getroffen? Da rechnen die ja auch nicht mit. Oh mein Gott, ist das komisch. Das ist ja so witzig. Okay, das gewinne ich aber, oder? Ah, ich wusste nicht, dass du wieder beschreibst. Ich hatte Q ab. Ich wollte warten, bis mein W-Cooler niedrig genug ist, damit ich dann Q'en kann. Schnell danach wählen kann, hätte ich sie getötet. Das hätte ich besser spielen können. Da hätte ich gewinnen können. My bad. AD, 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 AP. Boah. Plated Steel Caps looking kinda nice. Das ist ja so hart Counter für mich. Ich habe ja die ganze Zeit Ult. Boah. Ich habe vergessen, dass ich Level 6 bin. Aber die beiden werden ja so schwierig, Alter. Oh mein Gott. Ich brauche Damage Arguments oder Attack Speed Arguments dringend. Mit der die Attack Range. Ich bin ja plötzlich ein ADC. Das ist ja so weird. Das ist ja so anderes Gameplay plötzlich. Ich muss ja plötzlich kiten. Also meine, ist halt eine richtig schlechte Synergie mit meiner Q eigentlich. Oh nee. Obwohl doch, wir können ihn mobilisieren, ist gut. Oh mein Gott, Lukas. Komm schon. Ja. Ich hab was so hält Mango viele Attack Range, komm her. Vom Wacken Open Air. Hey 1C0 UNT1. Oh. Mango hält von Wacken Open Air ein HP, überhaupt nichts. Ein HP. Die Musik, die Menschen, die Atmosphäre, all das ist ihm zu viel des Guten. Ja, es ist auch toll, Mango so. Befindet sich einfach lieber in seinem eigenen Keller mit einem kalten Drink und Musik, die das weder seine Ohren wahr. Noch seinen Verstand beleidigt. Das ist tatsächlich mal wahr. Ehrlich. Er könnte eher eine gesamte Woche nur Aram spielen, als ein einziges Lied dieser vermeintlichen Musik zu erkennen, geschweige denn davon zu genießen. Ich habe ein bisschen Angst vor ihrer Ulti. Ja, genau davor. Wo ist sie hin? Ach, sie ist in den Busch gegangen mit ihrer... Ah. Okay, das war keine gute Usage von meinem Summoner Spell, my bad. Seit wann gibt es diesen Modus? Den gibt es seit gestern. Es sind 2 gegen, ist übel cool. 2 gegen 2 gegen 2, so Arcade gehalten. Es gibt zwar einen Rang, aber es ist eigentlich zum Spaß. Es ist voll cool. Er bringt mir auch, vor allem, du kannst denselben Champion spielen und du spielst trotzdem 10-mal ein anderes Game, weil wie du siehst, ich bin gerade ein ADC. Das ist so witzig von der Range, ja. Eben war ich ein absolutes On-Hit-Monster. Ich hatte einfach permanent Q-Ups. Es gibt so viele witzige Kombinationen, ja. Ich habe auch schon gesagt, ich werde irgendwie mal satt beschnacken, dass wir das mal zusammenspielen. Da hätte ich so viel Lust drauf. Auch wenn es League ist, aber es ist halt anderes League, you know? Oh, Lukas, bist du dumm? Wieso bin ich so präge?
meine E wieder auf Cooldown, ich raste aus. Meine Güte, war das bad von mir. Wieso habe ich sie gerettet? So, ich habe jetzt nicht für den Attack Speed, weil ich keine Attack Speed Boots habe, aber Death Dance ist ein brokenes Item in diesem Game. ADC, ja wirklich. Zähle ich jetzt als Range Champion? Nö, lol. Ich hoffe, das bleibt als Perma-Modus. Riot hat ja gesagt, dass es davon abhängig ist, wie beliebt er ist. Wenn sie sehen, dass er beliebt ist, soll er bleiben. Wenn nicht, dann nicht. Aber so ein ganzes Ding zu programmieren, nur für zum Spaß, ist schon... Ich finde den Modus richtig cool. Mir bringt das viel Spaß. Bumm. Jetzt du. Kommen Sie her, Madame. Junge, der Range. Die Range ist ja so unfair. Damn. Ich bin ja ein ganz anderer Champion plötzlich. Ah, warte. Attacks geben mir Ability Power und Abilities geben mir AD. Ultimate macht mich invulnerable. Ist auch relativ useless, weil ich eh im Fernkampf bin. Fuck it, we're rolling. Wieso bist du klein? Ich wollte Shen retten. Ich brauchte Shen gar nicht retten. Junge, meine Range ist so stark. Meine Range ist so stark, wie ich einfach aus dem Fight draußen bleiben kann. Ja, was zum Fick gehe ich hier jetzt? Es könnte ein Krakenslayer sein. Vielleicht ist es auch Hydra. Lifesteal hier wäre witzig eigentlich. Sollen wir einfach mal Hydra ausprobieren? I mean, ich bin ja ranged auch. Warte mal, ranged mit Hydra ist doch witzig. Lass mal probieren. Nee, Titanic ist es nicht, dafür habe ich nicht genug Leben. Oh mein Gott! Oh, es ist fucking broken! Das ist ja fucking broken, diese Attack Range. Oh mein Gott. Ich kann mir jetzt eigentlich straight up Leben holen. Nee, komm, wir gehen Full Damage. Wir gehen auch für Lifesteal irgendwie. Immortal Shield Bow ist es jetzt eigentlich. Immortal Shield Bow ist super hier. Auch für die Passive. Obwohl, da können wir sogar eher Asterax gehen, ne? Ah, ich kann nicht anrufen, weil ich einen Pot gekauft habe. Scheiße. Einfach genauso wie Range wie Kaiser. Ja, sie denkt, sie ist raus aus der Range. Aber ich bin immer noch in ihrer Range. Ich mache halt 10.000 Mal mehr Damage mit meinen Auto-Attacks. Oh, scheiße, ich habe Pots vergessen. Oh nee, ich habe den schon. Hey, warte mal, ich habe den nicht gekauft. Habe ich den permanent? Komm her. Doch noch. Wo bist du? Oh mein Gott, wieso darf sie das so oft casten? Um. Range einfach broken. Long Range ist ja so broken. Ich wusste nicht, dass Attack Range so einen gigantischen Einfluss hat auf wie das Spiel läuft. Das war mir gänzlich nicht bewusst. Schön, das war eine super Runde zum Abschluss. Ich glaube, ich bin dann für heute, Freunde.